Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde der gepflegten Draußenübernachtung. Hier ist wieder euer Jens von Adrenalin Tours. Heute bin ich auf unserem Survivalplatz im Harz bei wunderbaren 21 Grad. Eigentlich für meine Person viel zu warm. Ich habe eine wunderbar entspannte Nacht verbracht, nicht zuletzt wegen meinem neuen Setup, was mir persönlich natürlich viel zu warm war bei den Temperaturen. Aber wer mich kennt, weiß, dass ich eher so der Wintertyp bin. Das Setup besteht aus dem neuen Biwaksack von Jotunland, gefertigt aus Kotenstoff in der Größe XL. Der Bodenbelag ist wasserdicht beschichtet, sodass man sich eigentlich theoretisch richtig direkt auf den Boden legen könnte. Endlich auch mal was gemacht für große Leute, die auch in der Nacht Bewegungsfreiheit brauchen. So wie für mich. Dazu kam dann innen drin der Schlafsack Yukon von der Firma Savotta. Auch ein schönes Teil, gerade auch für den militärischen Einsatz, für den Wintereinsatz auch geeignet. Wunderbares Material. Und als Unterlage habe ich im Biwaksack noch drin gehabt eine große Thermarestmatte mit fast 10 cm Füllmenge. Und darunter natürlich die altbewährte Elefantenhaut von der Bundeswehr. Man will sich ja nicht gleich alles kaputt machen. Wie gesagt, wunderbar geschlafen. Hervorragende Qualität, kann ich also nur empfehlen. Gerade für die Leute, die gerne draußen unterwegs sind und etwas kräftiger gebaut sind. Ja, und nun gibt es natürlich erstmal Frühstück. Kleines Feuerchen haben wir schon gemacht. Und da hängt auch schon das erste Stückchen Fleisch natürlich drüber. Am Waldläufergrill. Vielen Dank nochmal dafür an den Sven Seitz. Und in Zukunft werdet ihr des Häufigeren mal kleinere Clips und vielleicht auch mal längere Filmchen von mir sehen. Immer dann, wenn ich draußen bin, werde ich euch mitnehmen auf verschiedene kleine Touren. Sowohl kultureller Art als auch Survival, Bushcraft, Wildwasser, Canyoning, alles was dazugehört. Und vielleicht findet ihr auch den einen oder anderen, der dann mit dabei ist. Ich werde immer mal versuchen, ein paar besondere Menschen mitzunehmen auf meine Touren und die dann auch gesondert nochmal vorstellen. Erstmal vielen Dank und bis demnächst, euer Jens.